Ich gehe mal davon aus, dass hier schon mal ein Kabel drin war, beziehungsweise hier irgendein Rohr drin war, um ein Kabel zu befestigen. Warum? Hier sind zwei Bohrungen und hier schaut noch Kabel raus. Ich gehe mal davon aus, dass das hier schon mal irgendwo hier rübergelegt worden ist und vielleicht hier schon mal ein Kasten dort war. Na, hier ist auch eine Bohrung. Servus zum heutigen Video. Ich baue heute an der Drehbank den Schaltkasten hin. Den Kasten bauen wir hier hin. Und dann habe ich mir hier zwei Kabel bestellt. Das ist ja ein achtadriges und natürlich das Motoranschlusskabel. Dann schauen wir mal, was sich hier drunter versteckt. Hier ist das Motorklemmbrett. Das ist das alte Kabel, das zwicken wir dann ab und klemmen das neue an. Und wenn alles gut hinhaut, können wir vielleicht das Kabel hier rauslegen. Irgendwie das Kabel wegtun, das neue rauslegen und irgendwie darüber. Und euch nehme ich mit und dann schauen wir mal, dass wir die heute vielleicht sogar irgendwie schon in Betrieb nehmen können. So. Zuallererst schaue ich mal hier rein, wie das überhaupt da drin ausschaut. Okay, ganz normales Motorklemmbrett. Total dreckig. Also wir haben hier auf jeden Fall eine Sternschaltung. Das heißt, das erkennt man, weil die Brücken hier hinten sind. Wäre es eine Dreiecksschaltung, wären hier die Brücken, hier und hier. Und wir haben es ja hier. Kabel klemme ich jetzt ab oder schraube ich auf. Das Ösen, oder? Gut. Hier sind noch so alte Ösen gebogen. Das hat man früher gemacht. Mittlerweile nimmt man Kabelschuhe her. Aber früher, ich habe es auch noch gelernt, hat man wirklich so gebogen. So, dann machen wir mal den Rest. Hier habe ich das Isolationsmessgerät, das ich mir mal gekauft habe. Das Anneng MH12, so heißt es. Ich messe jetzt einmal kurz die Isolation von dem Motor. Die Phasen gegen Masse, dass ich feststellen kann, dass der Motor in Ordnung ist. Und zwar messe ich das mit 500 Volt. 500 Volt. Ein Kontakt halte ich hier auf die Masse. Masse ist dieser Stehbolzen in der Mitte. Und dann gehe ich mal alle mal durch. Und jetzt ist hier 500 Volt Spannung drauf und jetzt kann ich es mit dem hier durchmessen. Jetzt gehe ich hier drauf. So. Das ist 1. Dann haben wir die zweite Phase. Schaut auch gut aus. Und das ist die dritte. Die passt auch. Jetzt können wir nur schauen, ob der Masseanschluss Kontakt hat. Ja, also das funktioniert auch. Da sieht man gleich, dass die Spannung auch runtergeht. Weil natürlich ein Kurzschluss ist. Ja, also schaut gut aus, der Motor, der alte Motor funktioniert noch. Die Phasen untereinander bringen jetzt in dem Fall nichts miteinander durchzumessen, weil es ja hier durch die Motorspule natürlich verbunden sind. Das hier ist das alte Kabel, also ich glaube echt so leicht, wie das jetzt ist, dass das Aluminium ist. Weil das eben Silber ist hier überall und total leicht. Also Kupfer ist schwerer. Jetzt habe ich hier ja das neue Kabel. Tun wir es abisolieren und dann habe ich ja hier meine Kabelschuhe, die Ösenkabelschuhe, und dann mache ich halt die jetzt hin. So biegen macht man immer. Vor allem geht es gar nicht, weil ich hier flexible Ader habe. Das war jetzt ein Yokari Mantelabisolierer. Der Motor wird ja bei mir mit 400 Volt betrieben. Das heißt, das blaue braucht man nicht, weil die 400 Volt misst man bloß zwischen Phase L1 und L2 oder L2 und L3. Also hier dazwischen misst man 400 Volt. 230 Volt wird man messen zwischen Phase und Neutralleiter. Das heißt, den brauche ich nicht, den zwicke ich jetzt auch ab. Ja, jetzt habe ich hier Klemmen, passende Größe, Klemmer drauf, Kabelschuhe besser gesagt,
Ich sage immer klemmen. Gut. Ich habe jetzt hier das Kabel mal reingetan. Es ist halt ein bisschen blöd hier. Ja, was heißt blöd? Ich meine, berühren kann es nicht. Aber da muss ich mal was einfallen lassen, dass das hier auch nicht rüber geht natürlich. Das hier, da habe ich jetzt die Schnur, da war ja die Schnur drüber. Das ist zum Keilriemen entspannen. Das heißt, wir können hier das wegziehen. Dann geht der ganze Motor, die ganze Einrichtung hier hoch. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier rüber gehe, wenn ich es jetzt so hinlasse, dann schleift es hier. Das ist kein Dauerzustand hier. Entweder sind da die Keilriemen schon so kaputt, dass normal durch die Keilriemen gehalten wird und in dem Fall jetzt nicht mehr. Ja, vielleicht sollte ich da einfach die Keilriemen erneuern dann bei Gelegenheit. Wobei die zwei jetzt hier nicht schlecht ausschauen. Schlecht ist eher der obere hier. Aber da werde ich auch das meiste Problem haben, den auszubauen, weil der Keilriemen, ich schweige, dann ist er komplett falsch drin, gerade sehe ich gerade. Der Keilriemen, wie ich den ausbaue, weiß ich nicht, weil da muss ich ja alles hier wegbauen. Von da hinten komplett weg. Den kriege ich nicht so einfach raus. Eieiei, das ist wieder scheiße hier. Ja, also der Keilriemen, der wird nur Probleme bereiten. Aber nichtsdestotrotz, jetzt machen wir hier das Kabel. Folgendermaßen wird jetzt das Kabel verlegt. Ich habe jetzt eine Möglichkeit gefunden. Einmal geht es hier hoch. Und dann seht ihr, hier ist eine Bohrung drin, die war schon. Dann schauen wir da unten hier, kommt dann das Kabel an, dann habe ich es darüber verlegt. Hier ist noch eine Bohrung da hinten und da gehe ich wieder runter. Und dann kommt das Kabel da hinten an und dann kann ich es hier hinten schön einführen. Da ist es nirgends im Weg. Ich nutze dann hier die Möglichkeit, wir haben hier bei der Kabeldurchführung beim Motorklemmbrett zwei Möglichkeiten, das Kabel einzuführen. Einmal hier auf der Seite und einmal hier. Das andere Kabel war hier angeschlossen. Hier mache ich jetzt die Blindabdeckung drauf. Und dann gehe ich da hinten rein. Da fehlt mir jetzt noch die Kabelverschraubung. Da muss ich schauen, ob ich eine da habe. Und dann dürfte es passen. Das ist die größte, die ich jetzt hier habe. Schauen wir mal, ob die passt. Kommt da hinten rein. Jawohl. Passt. Ja, viel Platz hat man so ein Motorklemmbrett nicht. L1 braun, L2 schwarz, L3 ist grau. Das ist die neue Bezeichnung scheinbar. Ich habe auch noch die alte gelernt. Machen wir da hinten zu. Masse ist angeschlossen. Naja, dann kommt das wieder drauf. Achso. Nicht ganz, den haben wir noch vergessen, das ist der zweite Stehbolzen. Dann machen wir wieder zu. Hier unten tue ich so ein Installationsrohr hin. Kunststoffinstallationsrohr. Ich habe zwar erst überlegt Metall, aber meiner muss ich es wieder lackieren und alles Mögliche. Also sind die dafür vorgesehen. Auch wenn es vielleicht nicht an Maschinen ist, aber jetzt tue ich hier war schon mal eine Halterung dran. Muss ich jetzt abzwicken. So. So, jetzt kommt das zweite Kabel. Da gehe ich hier oben durch. Und dann muss ich ja in diesen Schalterblock hier rein. Und da kommt es jetzt unten hier raus. Ja, dann verlegen wir es einfach mal da hoch. Schauen wir mal, wo wir rauskommen. Also rauskommen tue ich hier auf jeden Fall. Das ist nämlich gleich hier das Kabel. So, und dann bin ich da. Ich muss bloß so verlegen,
Ja, das werde ich wahrscheinlich wieder genauso machen wie das andere. Das heißt, durch diese Bohrung da hinten durch, durch dieses kleine Loch da durch und dann hier rein, weil dann ist zumindest, dann kann ich es zumindest festmachen. So, dann kommt das da an und dann kann man es hier durch. Jawohl. So, machen wir es lang genug. Gut, sollte passen. Jetzt können wir da unten noch mit Kabelbinder das Ganze hier Kabelbinder noch drum, dass hier nichts passiert. Und jetzt klemmen wir den an. Hier ist auch wieder Schnur drin. So die Zugschnur, die kommt weg. Dann haben wir hier nur noch die Adern. Und da überlegen wir uns jetzt Farben, wie wir es anschließen. Wir müssen da bloß drauf achten, dass wir, wenn wir das hier anschließen am Schalter, dass wir uns das im Schaltkasten dann merken, wie es angeschlossen war. Und hier sollte ich mir noch irgendein Kabel, einen Kabelbinder drum tun, dass das hier als Zugentlastung nicht zurückgeht. Wir haben an dem Frequenzumformer, den ich hier verbaue, haben wir 4 Eingänge. Und jeder der Eingänge, den kann ich programmieren. Da gibt es eine Liste in dieser Anleitung drin. Zum Beispiel brauche ich hier bei dem Eingang 1, machen wir vorwärts, Eingang 2 machen wir rückwärts, zum Beispiel. Oder wir machen dann, wie hier, zum Beispiel den Emergency Stop. An dem Emergency Stop, da kommt dann der, hier steht's, hier kommt dann der Notausschalter hin. Und am Schluss braucht man noch das Potty. Das muss man schauen, wo ich das jetzt drauflege. Das kommt an einer Extraklemme. Also wir haben insgesamt 4 Eingänge, 4 digitale Eingänge und einen analogen Eingang. Und der analoge Eingang, da kommt dann das Potty drauf. Das sind dann diese Klemmen hier. Ja, also wie schon gesagt, wir klemmen, wir suchen uns jetzt halt nur Farben aus für den Schalter. Und wichtig ist hier in dem Fall noch, sobald ich das jetzt gesehen habe, dass wir hier einen Schließer nehmen. Sprich, wenn ich drücke, wird der Kontakt geschlossen, zugemacht, wie beim Lichtschalter. Wenn ich drücke, macht er den Lichtschalter ein, Strom fließt. Wir haben hier 2 Möglichkeiten, ihn anzuschließen, einen Öffner und einen Schließer. Da suche ich mal jetzt den Schließer raus, ich weiß es nicht, da stehen 11, 12, 11 und 12 und 23, 24. Der 11 und 12 ist, glaube ich, der. Genau. Der 11 und 12, das ist der Öffner, der macht auf, wenn ich drücke. Und der 23, 24 ist der Schließer. Man kann es Gott sei Dank hier auch auf der Seite sehen, aber ich könnte es auch ausmessen natürlich. 5 Eingänge sind es sogar, nicht nur 4. 5 Eingänge sehe ich gerade. Das heißt, wir machen jetzt einen gemeinsamen Ground. Das heißt, ich kann bloß von einer Klemme weggehen und hier verdrahten wir das dann durch. So ist jetzt das Ground angeschlossen. Ich habe hier durchverdrahtet von hier auf die Klemme. Dann geht es weiter auf die Klemme. Und hier, hier schließe ich das Kabel an, das zum FU dann geht, das Ground-Kabel. Warum habe ich das so gemacht? Weil ich hier einen Kabelquerschnitt von 1,5 Quadrat genommen habe. Und in diese Klemmen hier kann man nur zwei gleiche Querschnitte einklemmen. Jetzt habe ich das Ganze einfach hier aufgeklickt auf so eine Klemme und hier kann ich dann dieses dünne Kabel drauf gehen. Und jetzt machen wir es einfach so, hier suchen wir uns eine Farbe aus, hier, hier 3 und auf der Klemme. Die ist nicht belegt, die Seite hier, nur hier. Es gibt zwar hier so Mini-Ader-Endhülsen, das sind 0,75 glaube ich, aber ich meine hier eine 0,5, was habe ich denn da, 0,34, hier steht es auf dem Kabel, 0,34 und das ist eine 0,75, also die passt nicht. Hier werde ich das Ganze verlöten. Die Adern verzinnen auf gut Deutsch. Jetzt nehme ich das Blaue hier gleich für Ground her. Dann ist das farblich in Ordnung. Das brauchen wir jetzt dann bloß hier rein tun und fertig. Die Farben sind jetzt sehr individuell. Das kann man machen, wie man will. Das Rot nehme ich jetzt hier für Not aus. So, ne, das lassen wir noch. Das lassen wir jetzt noch heraus im Link, dass ich mal die Farben merke. So, der Kasten ist dran.
Die Kabel sind drin. Hier habe ich mir noch zwei Kabeleinführungen gebohrt. So schaut es bis jetzt aus. Hier geht das Kabel. Hier habe ich mir noch so einen Schutz drüber gemacht. Die Tür hier, die geht auch schön auf. Das passt. Na Luna, bist auch wieder dabei. Kameraliebling. Ich setze jetzt hier das Kabel ab und lege das jetzt hier so rum, um den Frequenzumformer außen rum. So, Kabel ab. Katze, ich finde mein Werkzeug nicht mehr. Wo ist mein Werkzeug? Hier. Also das Kabel hier, das ist das zum Motor hin. Das kommt mit den Klemmen auf UVW. Dabei ist grau U, V ist schwarz und W ist braun, wenn ich mich nicht geirrt habe. Blau brauchen wir wieder nicht. P und PB ist ein Bremswiderstand, das habe ich nicht. Damit könnte man den FU im Notfall, glaube ich, also den Motor im Notfall sofort stoppen lassen. Bremswiderstand habe ich jetzt nicht, wie schon gesagt, da müsste ich mich einlesen, was für einer da drauf gehört. Und so schaut mein Arbeiten aus. Und hier können wir dann mit dem Kabel, gehen wir dann auf die Klemmen hier oben drauf. Ja, und das machen wir jetzt mal schnell. Kabel sind nicht zum Fressen da. Die muss ich jetzt noch verzinnen. Vorsicht, Luna, jetzt nicht. Nein, jetzt nicht. Jetzt muss ich hier. Da hilft auch nichts, wenn du mich abschlägst. Nein, Vorsicht. Heiß und fettig. Nein. Nein, jetzt muss gehen. Gut. So. In meinem Fall ist die oberste Klemme jetzt so angeschlossen. Hier seht ihr Ground. Ist das die, dann Ground ist das erste, dann D1, digital Eingang 1, 2 und 3. Die anderen zwei sind noch frei. Jetzt müssen wir schauen, wie wir das Potti anklemmen. Und das Potti, das wird also auch so, von plus 10 Volt geht es raus. Plus 10 Volt, dann ist diese Mitte, ist AI1 und Ground. Zwei analoge Eingänge. Der erste ist eben das Potti. Wir geben 10 Volt auf das Potti drauf. Hier ist der komplette Widerstand von 10 auf Ground. Und hier ist der abgreifbare Widerstand, der regelbare Widerstand. Der kommt dann auf das AI1. Also plus 10 Volt, dann auf AI1 der Eingang und der Ground. Das ist der Gesamtwiderstand vom Potti. Ich habe, glaube ich, ein 10 Kilo Ohm Potti gewählt. Genau. Und hier haben wir den Widerstand, der sich auch nicht durch Drehen verändert. Hier haben wir immer gleichbleibenden Widerstand. Ich glaube, ihr kennt das jetzt nicht so gut. Das ist etwas blöd. Also hier ist immer der gleichbleibende Widerstand, 10 Kilo Ohm. Und in der Mitte ist der abgreifbare Widerstand, der verändert sich. Den können wir einstellen. Jetzt schaue ich nochmal schnell, ob die beiden Grounds miteinander verbunden sind. Aber ja, sie sind miteinander verbunden. Also welchen Ground man Anschluss, wir haben hier zwei Ground-Anschlüsse, welchen man theoretisch nimmt, ist wurscht. Gut, jetzt haben wir das hier angeschlossen. Hier oben haben wir die plus 10 Volt gehabt. Und dann haben wir direkt daneben den AI1. Das ist der analoge Eingang eben. Und Ground habe ich jetzt da unten genommen, an der unteren Klemme. Durch das, dass die miteinander verbunden sind, hat es gepasst. Jetzt ist es soweit. Jetzt könnte ich eigentlich einen ersten Testlauf machen. Stecker ist angeschlossen. Das habe ich noch angeschraubt, wobei das jetzt noch nicht funktioniert. Es ist hier noch nichts programmiert, also nicht mal der NODAS funktioniert jetzt. Das müssen wir alles erst im Frequenzumformer selber programmieren. Also es ist einfach nur ein Versuch, ob überhaupt was passiert, der Motor startet. So, jetzt gehen wir mal hier Sicherung rein. Dann schauen wir mal, was passiert.
Gut, noch nichts. Frequenzumformer fährt hoch, jetzt könnte man mal vorsichtig hochdrehen. Da passiert gar nichts. Drücken wir mal auf Run. Okay. So funktioniert schon mal. Ich kann jetzt hier die Frequenz einstellen. Da dreht er sich jetzt langsam. Drehen wir mal schneller. Das ist jetzt Vollgas jetzt hier. Jetzt fährt er langsam hoch. Wobei, die Keilriemen sind jetzt nicht gespannt. Nicht wundern, ich habe den noch nicht drin, weil das geht ja noch nicht. Wir können mal kurz spannen. Aber dann habe ich eben den im Weg. Ja, dann geht's. Also, soweit funktioniert. Und auf Stopp hält er an. Schauen wir mal, genau. Start. Der regelt langsam hoch. Der ist so ein Sanftanlauf. Und bei Stopp langsam runter. Bin gespannt, was er bei Emergency Stop tut. Muss man da dazu sagen, ihr hört es hier im Frequenzumformer einen Lüfter drin. Das heißt, der braucht eine aktive Lüftung. Der wird heiß, der braucht Lüftung. Das ist jetzt eine Sache, die muss ich noch rausfinden, ob man jetzt hier noch ins Gehäuse einen Luftfilter bauen muss oder einen Lüfter zusätzlich noch. Oder ob diese Luft, was hier hinten drin ist, ob die klangt, wie heiß das dann wird. Ich favorisiere erst einmal die Variante so, weil wenn ich jetzt von außen irgendwas reinbohre, wo Luft reingesaugt wird, dann habe ich auch Staub drin. Auch wenn ich einen Filter vielleicht mit einbaue, aber irgendwann ist da Staub drin. So ist er zumindest staubgeschützt. Hier haben wir eine Dichtung drin. Und ehrlich gesagt, das ist auch leise. Wobei das bei der Drehbank jetzt wurscht ist. Also das muss ich jetzt selber noch rausfinden, was da passiert. Schalten wir aus. Im nächsten Teil schauen wir uns mal die Programmierung an, dass es auch mit den Schaltern da oben funktioniert. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen da, Abo wäre schön und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.